Arek und seine Gefährten sind auf die 13. Stufe der endlosen Pfade von Ortenua hinuntergestiegen, um hier einige Bauteile für die Vitrax auf der 12. Stufe zu besorgen. Und hier gibt es einige Animaten und Kean Gwölas und wer weiß was noch. Mal schauen. Wie geht's hier weiter? Da ist der nächste Raum. Keiner da. Aha, keiner da. Oh, hier. Die nächsten Animaten. Arek zurück. Alle Helden hier hin. So, Eder da an die Tür. Naja, ich weiß, da ist einer. Deswegen sollst du ja da hingehen. Arek daneben. Und Palegina im Nahkampf daneben. Alot und Duranz und Sagani. Ist der alleine? Das wäre ja seltsam. Attacke. Palegina ist zu weit weg. Fernkampf. Ach nee, das ist gar nicht Palegina. Ah, das ist ja Arek da hinten. Attacke. Ja, Arek dann halt in den Fernkampf. Und alle angreifen. Und Geschosse. Und Geschosse. Und immer feste drauf. Und nochmal. Na komm schon. Ja, Duranz macht Bumm. Oh, die Kean Gwölas sind ganz nah. Ich finde einen engvitanischen Dolch, einen Schild, erweckten Atra und zerschmetterte Animate-Rüstung. Arek geht in den Nahkampf. Und ich glaube, Palegina sollte nach hinten gehen. Arek schleicht mal. Hier gibt es die nächste Urne. Mit einmal Goldrot Prim. Oh, die gehen mir auf den Zeiger, diese Kean Gwölas, Mensch. Da ist der Nächste. Ich glaube, der ist nicht alleine. Ah, ich könnte auch hier unten kämpfen. Ist das gut oder ist das schlecht? Ja, kann ja nur einer stehen. Ne, dann lieber da oben. Schieß mal. Attacke. Bumm. Und dann lauf dahin zurück. Verletzt ihr euch wenigstens alleine mit den Blitzen oder... Ja, die scheinen auch selbst ihre eigenen Blitze abzubekommen. Aber die sind relativ resistent gegen Blitze, deswegen wird Alot nicht blitzen. Au. Oh, 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 oh. Hilfe. Also, Alot, Heizung. Hier. Einmal da quer drüber. Hier wird getreten. Attacke. Dann gibt's mal wieder einen Segen auf alle. Palegina ist im Fernkampf. Schießt. Eder steht. Wo steht Eder eigentlich? Da dahinter. Okay. Attacke. Sagani. Schießen. Alot hat die Aufgabe mit der Feuerwand. Genau. Gut. Dann Alot. Schauernebel. Arek tritt weiter. Duranz. Hier so eine Rüstung auf die Recken da vorne, kann auch nicht schaden. Und Arek tritt. Und Duranz setzt ein paar Widerhaken, bei dem Dicken zum Beispiel. Alot, Arkaner Angriff. Und nochmal. Duranz, bitte die nächsten Widerhaken auf... Ach, der ist gleich tot. Ja, auf wen denn? Ah, nochmal auf den. Alot. Den kannst du umhauen. Sagani, schieße. Der hat sich schon wieder geheilt hier. Alot, mach den weg. Ach, der ist auch geheilt worden. Ach, Mist. Sagani schießen.
Ja. Alle erstmal schießen, das ist wieder mal. Ja, alle erstmal auf den da. So, wenigstens der ist weg. Dann alle auf den. Zumindest alle Fernkämpfer. Und auf den kleinen da. So, und jetzt alle auf den letzten. Arik hat schon wieder Wunden, das ist gut. Ey, der schmeißt ihn um. Rums. Wieder ein paar Animaten weniger. Und ich finde vier engvitanische Dolche und Schilde und einmal erweckten Atra, vier zerschmetterte Rüstungen und drei Kupferbindungen. Und Arik hat noch eine Falle im Inventar. Die hat da gar nichts zu suchen. So. Ich glaube, jetzt könnt ihr einen Torbogen vorrücken. Schleich mal. Ja, irgendwo sind ja Kean-Gvillas unterwegs. Leider ist hier nichts zu finden, ansonsten. Schade. Hier wäre auch eine Möglichkeit zu kämpfen. Oder auch nicht. Eder, geh mal dahin. Genau da. Hat Arik da noch Platz, sich daneben zu stellen? Das werde ich sehen. Attacke. Und Nahkampf und Arik. Kannst du dort neben Eder? Geht das? Ist da genug Platz? Nee. Okay, Eder dahin. Arik dahin. Und jetzt Eder wieder nach vorn. Genauso. Jetzt, die Kean-Gvillas können sich durchteleportieren. Das ist aber nicht schlimm, weil Arik hinten als Nahkämpfer bereit steht. Auf alle Fälle brauche ich aber da vorne mal eine Flammenwand. Eigentlich kann die sogar ein bisschen schräg stehen. So vielleicht. Und dann hier den Segen, obligatorisch. Auf alle. Und Gebet gegen Furcht auch noch, aber das kommt danach erst. Sagani, du kannst mal leuchten. Und Arik geht in den Fernkampf, bis auf Weiteres, genauso wie Palegina, schießen. Und dann hat jeder was zu tun, bis auf Itumak. Ja, das ist diese blöde Schockstarre hier wieder, gelähmt. Es kann wieder keiner was machen. Außer Arik, der ist nicht gelähmt. Der steht aber in der Feuerwand. Geh weg. Attacke. Duranz. Gebet gegen Hemmung, oder wie heißt das? Mach das mal. Hier so auf die Jungs und Mädels. Hat das jetzt gewirkt? Ja. Scheint so. Und dann noch ein Gebet gegen Furcht. Auch da so hin. Arik kann gerade nicht viel tun, außer zu schießen. Eder kloppt sich. Palegina, mach mal Hand auflegen bei Eder. Alot. Einen Schauernebel hätte ich gern. Da hinten hin. So, da ist die durchteleportiert. Arik, du gehst jetzt sofort in den Nahkampf und knöpfst dir dieses Ding da vor. Du genauso. Duranz, heiliger Glanz. Und ansonsten macht Duranz mal ein scheinendes Leuchtfeuer. Da hinten hin, falls ihm das gelingt. Palegina, auch hier schießen. Eigentlich schießen alle da. Also alle hier hinten, also bis auf Durant, der hat was anderes zu tun. Alle schießen und Eder steht einfach nur vorne rum. Wer bist du? Du bist Durant. Ach so, du musst davor laufen wegen des scheinenden Leuchtfeuers. Ach Mensch, ist das wieder so schwierig. Hier, dann setz es doch einfach dahin. Da musst du nicht mehr laufen.
Kean Gwala ist schwer verletzt. Schießen. Arik, treten. Alot, schießen. So, der eine wäre weg, immerhin. Aber Itomak ist auch bewusstlos. Und da ist wieder diese blöde Hemmung. Aber ein bisschen kürzer. Ich glaube, das Gebet hat dafür gesorgt, dass es nicht ganz so lang ist jetzt. Ja, obwohl. Da kommt gleich die nächste Hemmung hinterher. Für 7,5 Sekunden. Ach, Leute. Aber ich glaube, der zweite Kean Gwala ist auch schon weg. Ja, genau. Bestiarium-Fortschritt. Kean Gwala für 100%. Ja, prima. Kann ich dann mal lesen. Aber erstmal hätte ich ganz gern hier so ein bisschen Action, liebe Helden. Alle greifen den da an. Wer bist du? Arik, kannst nichts machen. Fernkampf, Attacke. Sagani. Setze dein Mal. Die nervt. Oh, Duranz, wieso kriegst du denn so viel ab? Geh mal weg da. Ach, du bist gelähmt. Ach, Palegina, du bist garantiert auch gelähmt, oder? Nee, bist du nicht. Sagani, schießen. So. Durant, so ein bisschen Heilung wäre nicht verkehrt. Da vorne hin zum Beispiel. Sagani, du schießt. Alot, wo bist du eigentlich? Machst du mal was? Attacke. Und nochmal. Arik, Duranz, eigentlich brauchen wir einen Heilkreis. Mach mal einen. Wo ist der? Da. Und dann gehe hier vorne hin, Duranz. Palegina, Hand auflegen geht nicht mehr. Ey, der heilt dich mal selber. Und Alot, ich glaube, wir brauchen noch eine Feuerwand. Geht ja gar nicht anders. Dahin einmal. Sagani, leuchten. Irgendwie nerven die mich gerade. Duranz steht mit dem Heilkreis dann da vorne. Explosion der Sommerflamme. Arik schießt. Ja, Eder heilt sich. Und Palegina. Schießen. Mach diese Kean Gwala weg. Danke. So. Jetzt alle auf den da. Alot. Noch einen Schauernebel. Dahin. Ansonsten hier alle angreifen im Fernkampf. Kommt schon. Ach, der Schaden ist zu gering. Es geht nur sehr langsam voran. Ja, endlich. Duranz war's. Und es rückt der nächste nach. Wird nicht viel besser dadurch. Attacke. Tja, soll ich die letzte Flammenwand jetzt verschwenden? Ah, es sind noch so viele, das wird sich wohl nicht anders machen lassen. Attacke. Und noch einen Heilkreis, bitte. Und ansonsten alle Angriff. Alot. Schauernebel da hinten hin. Und weg, Bestiarium, Fortschritt, Adra, Animat. Und da kommt der nächste, das ist ein kleiner. Attacke. Bumm.
Und Edea läuft nach vorne. Edea, gehst du weg? Edea, geh doch nach hinten. Edea, bist du denn von allen guten Geistern verlassen? Mensch, hier, jetzt. So, Alot, Geschosse. Und Geschosse. Bumm. So, noch zwei Adra-Animaten. Meine Güte. Kommt ihr? Nee, ihr kommt gar nicht. Attacke. Arik in den Nahkampf. Und hier angreifen. Los. Duranz. Wiederhaken. Alot. Erschütternde Berührung. Und weg, Alot. Und angreifen. Und auf den letzten. Das ist gar nicht so einfach hier. Die Adra-Animaten sind recht resistent. Aber es gibt viele, viele Türen. Da kann man sich ausbremsen. Wenn man da einfach so reingestolpert wäre in diesen Raum, das hätte nicht funktioniert. Kommt schon. Ruhe. Erholt euch. Ey, der geht's gar nicht gut. Ich finde zwei Dolche, zwei Schilde, zwei erweckte Adra und zweimal die zerschmetterte Rüstung. Und hier vorne fünf Dolche, fünf Schilde, drei erweckten Adra, zwei Geistesreste und fünf zerschmetterte Rüstungen und zwei Kupferbindungen. So. Ach, da hinten ist noch mehr. Das ist ein Geistesrest, jawohl. Jetzt ist wenigstens das Gejammere erstmal weg. Arik, schleich mal hier rein. Ist hier jetzt Ruhe? Ja, hier ist jetzt Ruhe. Ah, da tapst irgendwo einer rum, der nächste Adra-Animat. Aber der ist alleine erstmal. Was finde ich hier? In einer Vase zwei Rubine und einen Trank der großen Ausdauer. Und da in einem Regal. Zweimal Saphir und einmal Rastvorräte. Das heißt, das Spiel lädt mich wieder ein, jetzt hier zu rasten. Ist keine so schlechte Idee, aber ich glaube, der eine Animat geht noch. Wenn hier keine Falle ist. Vorsicht. Irgendwer tapst da hinten. Schieß mal. Und zurück. Und in den Nahkampf. Und alle Attacke, wenn der hinten stehen bleiben will, dann kommen die Helden dazu. Bumm. Prima. Ach so, Alot, geh mal wieder in den Zauberstab und die anderen sind im richtigen Waffenset. Ja. Hier finde ich mal wieder einen Dolch, ein Schild, einen Schild. Einmal Adra und eine zerschmetterte Rüstung. Karte. Was ist hier noch? Hier ein Räumchen. Mit einem Geist. Und da ist was. Eieieiei. Oh, kann nicht entschärft werden. Arik, nimm mal hier die Handschuhe der Manipulation. Du hast jetzt im Moment Mechanik 9. Und jetzt hast du Mechanik immer noch 9, weil... Ach, das sind ja auch Handschuhe der Manipulation. Stimmt. Identisch. Ja, weg damit. Ja, das ist jetzt schlecht.
Ich hätte einen anderen Rastbonus wählen sollen. Mit Mechanik. Tja, was tun? Ich bin unsicher, ob hier nicht auch Fallen sind. Ah ja. Nicht entschärfbar. Ich nehme an, man braucht Mechanik 10. Gut. Ach ja, jammern schon wieder Kean Gvalas rum. Dann machen die Helden jetzt mal Folgendes. Ich laufe mit den Helden wieder rauf nach Caed Nua. Dort lasse ich sie rasten. Mit dem Rastbonus auf Mechanik. Und dann kommen die Helden wieder genau an diese Stelle hier. Und den Weg rauf und zurück, den überspringe ich mal gerade im Video. Und diese Folge ist dann hier auch erstmal zu Ende. Und weiter geht's im nächsten Teil. Bis dahin.